Hallo meine Lieben, da bin ich mal eben kurz. Heute mal wieder ein normales Video. Und zwar möchte ich heute einfach mal darauf eingehen. Ich hatte neulich eine Zuschaueranfrage oder eine Abonnentenanfrage. Und zwar gibt es ja auch ganz viele unter euch, die ja keinen Fräser haben und auch gerade die Anfänger sich da nicht rantrauen. Ich kann das auch verstehen, weil das muss man wirklich auch erstmal ein bisschen dieses Gefühl dafür haben. Und da möchte ich heute mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar, wenn man keinen Fräser zu Hause hat, praktisch sich nur selber die Nägel macht. Und ich habe jetzt hier mal verschiedene Feilen, sage ich mal. Das ist ja meine normale. Da mache ich nochmal eben, weil ich hier an der Hand schon entgangen war, mache ich noch mal eben ein paar neue. Das ist ein Wechselfeilenblatt. Ich erzähle euch da jetzt gleich auch noch mal was zu. Da hole ich mir mal eben zwei neue. Was es auch für unterschiedliche Feilblätter gibt, weil es gibt nämlich die Feilblätter hier für dieses Feilblatt. Da habe ich noch ganz schlichte. Das sind auch 180er, aber in weiß. Das ist die etwas günstigere Variante. Dafür habe ich auch irgendwo ein Feilwort, aber frage mich jetzt nicht wo. Ich muss erstmal eben meine wiederfinden. Hier. Und welche will ich denn haben? Und dann gibt es die sogenannten Zebra-Feilen, die ich natürlich am liebsten benutze. Ja, jetzt muss man nur wieder die Tüte aufkriegen. So. Eins, zwei. Und die benutze ich auch am allerliebsten, aber das wissen die meisten ja schon. So, dann klebe ich mir das mal eben kurz hier. Am besten von der anderen Seite. So, damit das da auch ja gerade drauf ist. Weil ich finde das immer schade. Erstens mal ist es letzten Endes günstiger, als wenn man erstens mal ein Riesenpacken von Feilen zu Hause liegen hat, die man nach jeder Anwendung wegschmeißt, was ich ja auch mache. Und da haben sich diese Wechselfeilenblätter eben echt bewährt. Dann gibt es ja noch, das ist auch ein Wechselfeilenboard gerade, auch zum Bekleben. Hat eine etwas andere Form, das heißt oben ist es dicker, unten ist es dünn. Und hier unten ist praktisch eine schöne kleine, eine leichte Wölbung drin, wie man vielleicht hier erkennen kann. Damit lässt sich auch sehr gut feilen. Ja, denn wie gesagt, gibt es diese in weiß noch. Das ist ja eher diese Halbmondform. Dann gibt es eben von den normalen, das ist eher so eine Trapezform. Die ist hier auch wesentlich rauer. Das ist, glaube ich, locker ein 100er. Und hier ist sie etwas feiner, ist aber auch eine Zebrafeile. Die ist aber keine Wechselfeile, sondern die kann man wirklich nur einmal benutzen. Gut, wenn man sie bei sich selber macht, okay, kann man sie, sag ich mal, auch mehrmals benutzen. Aber wenn man jetzt Kunden hat oder so weiter, mache ich das so, dass ich die nach einmaligem Gebrauch wegschmeiße. Dann gibt es noch diese ganz einfachen, sag ich mal, das ist eher diese Bananenform. Und von denen hier, die gibt es auch noch dann in gerade oder eben dann auch so geschwungen. Es gibt ja verschiedene Formen. Mit welcher ihr am besten zurechtkommt, müsst ihr natürlich selber ein bisschen rausfinden, sage ich jetzt mal. Ich arbeite am liebsten mit der, aber wie gesagt, das ist 180-180. Die Feilblätter gibt es auch in anderen Stärken. Von der Gritzahl her, da müsst ihr praktisch dann gucken. Ich arbeite am liebsten mit der 180er, weil ich da eben auch den Naturnagel vorsichtig mit anrauen kann. Als wenn ich so eine ganz grobe hier praktisch benutze. Man sieht, glaube ich, auch schon ein bisschen den Unterschied von der Gritzahl her. Der hier ist wesentlich rauer. Das merkt man aber auch schon beim Anfassen. Ja, gut. Heute will ich euch einfach mal zeigen, wie ich jetzt praktisch, wenn ich jetzt angenommen, mein Fräser ist kaputt oder ich würde mir nur alleine zu Hause die Nägel machen. Ich habe ja jetzt hier die Farbe noch drauf. Den habe ich mir jetzt eben schon mal so weit runtergeholt, natürlich mit dem Fräser, weil sonst würde das ja auch hier
länger dauern, weil mit der Hand das runterzuholen dauert natürlich wesentlich länger. Das ist ganz klar. Und je nachdem, was ihr jetzt machen wollt, wenn ihr natürlich nur die Farbe runterholen wollt, sag ich mal, müsst ihr natürlich, wenn ihr mit einer groberen Feile arbeitet, ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viel vom Aufbau runterholt. Wenn ihr den Aufbau natürlich noch mit runterholen wollt, dann würde ich von vornherein eine stärkere Gripzahl nehmen praktisch. Ich zeige euch das jetzt mal hier mit der rauen Seite. Und dann seid ihr auch recht schnell, dass die Farbe hier eben auch schon runter ist, wie ihr erkennen könnt, ne? Mit der hier wäre das praktisch genau das gleiche. Die hat hier auch eine ganz raue Seite und da ist sie praktisch feiner. Mit der ist es praktisch genau das gleiche, um jetzt praktisch, erstmal wirklich die, jetzt nehme ich die feine Seite auch noch, das wollte ich gar nicht. Ich bin das gar nicht gewöhnt, mit denen zu arbeiten. Da würde ich dann erstmal die Farbe mit runterholen, weil das geht natürlich schneller. Am besten wieder die Zigarettenform. Ich lasse jetzt mal die Staubabsaugung aus. Immer in eine Richtung ziehen. Also nicht so wild drauf rumschrubbeln, sage ich jetzt mal, sondern wirklich ansetzen. Und schon habe ich den Nagel fast runter. Also nicht so viel hin und her und so, ne? Sondern möglichst eigentlich immer in eine Richtung. Da könnt ihr dann auch ein bisschen mit Druck arbeiten, sag ich mal. Wenn das natürlich ein Naturnagel ist, dürft ihr das natürlich nicht machen, ne? Also das geht wirklich nur mit Nägeln, wo ihr einen Aufbau oder ähnliche Geschichten drauf habt. Und das ist ja jetzt auch noch ein Tipp, sag ich jetzt mal, von den Full-Cover-Tipps. Und natürlich dann immer gezielt ansetzen. Also nicht so, dass ihr hier noch die Nagelhaut mit verletzt. Gerade die Anfänger unter euch. Da müsst ihr versuchen, ein bisschen kontrolliert zu arbeiten. Und gerade hier oben am Wall ein bisschen vorsichtiger. Sag ja, ich bin das gar nicht gewöhnt mit dieser Bananenform. Ich glaube, da werde ich sowieso nicht... So, immer alles schön in eine Richtung ziehen. Und schon ist der Tipp von der Farbe befreit. So. Draußen wütet Sabine, hört ihr das? Da muss wieder irgendwas passiert sein. Deswegen habe ich auch mich entschlossen, jetzt heute Abend nochmal meine Nägel zu machen. Würde jetzt hier, das ist nun auch ein Full-Cover-Tipp, nochmal an der Seite längs gehen. Also ich fasse jetzt den Fräser heute mal gar nicht an. Hier habe ich jetzt so, weil ich jetzt wieder 2 Tage lang hier in Gange war und noch Schränke zusammengebaut habe und auch in meinem Nagelstudio noch einen neuen Schrank dazu gemacht habe, haben natürlich meine Nägel auch ziemlich gelitten wieder, wie das bei mir so üblich ist. Dann nehme ich mir praktisch eine Zange und knipse mir das ab. Weil das jetzt dran zu lassen, das wäre nicht gut, weil das reißt nachher praktisch dann immer weiter ein und das möchte ich natürlich nicht, ne? Verständlicherweise. So, wenn ihr da jetzt Nagelhaut haben wollt, das heißt, der Nagel ist jetzt praktisch befreit, macht ihr das ganz normal mit einem Pro-Pusher. Schiebt die Nagelhaut quasi zurück. Hier kann ich natürlich noch nicht so viel haben, aber guck mal, hier sitzt sogar noch ein bisschen blau. Und dann natürlich immer mit einer, also niemals dann mit der groben Feile, sondern immer mit einer feinen Feile. Ich kann ja jetzt mal die gerade nehmen hier. Ich hoffe, man sieht das hier einigermaßen. Und dann gehe ich hier praktisch nochmal ganz sanft am Rand längs. Damit entferne ich mir quasi auch die Nagelhaut, auch die unsichtbare. Hier ist natürlich jetzt nicht viel, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dann hätte ich den Nagel, weil ich will mir heute wirklich nicht viel vom Aufbau runterholen, sage ich mal, sondern ich will mir nachher einfach nur eine neue Farbe drauf machen und das war's. So. Dann würde ich mir jetzt praktisch den nächsten vornehmen. Also wie gesagt, ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht.
nochmal. Erstmal, bei dieser Form ist vielleicht auch noch zu sagen, erstens mal könnt ihr mit der geraden Seite, wenn ihr so eine Trapezform habt, ich nenne es jetzt mal Trapez, ist es glaube ich auch, könnt ihr auf der einen Seite die gerade Seite hier benutzen, um die Seitenlinien gerade zu machen. Also nicht diese Seite benutzen. So, und die andere, sag ich mal, Finger ablegen. Raue Seite immer in eine Richtung. Kontrolliert natürlich. Könnt ihr auch mal ein bisschen von unten nach oben, was jetzt den Rand angeht. Aber niemals immer so hin und her machen, gerade die Anfänger. Da verletzt man sich wirklich ganz schnell hier oben, weil man die Kontrolle verliert. Also am besten ist es wirklich in eine Richtung. Ich bin natürlich schon geübt. Ich muss natürlich immer zusehen, dass ich mich da nicht verhaspel jetzt. Weil ich kann das natürlich schon so machen, aber die Anfänger von euch sollten, um möglichst keine Verletzungen davon zu tragen und trotzdem ist die Farbe schnell runter, immer in eine Richtung, hier immer nach vorne weg. Und schon habe ich auch fast die ganze Farbe runter. Vorne noch mal ein bisschen längs, aber ihr seht schon, ne? Also das ist wesentlich gröber. Da draußen ist ja die Hölle los, ein Krankenwagen nach dem anderen. So, und jetzt sind hier praktisch ja nur noch Reste. Da gehe ich dann wieder mit meiner feinen längs. Auch mit der feinen kriegt ihr natürlich die Farbe runter, ne? Aber mit der etwas gröberen, sag ich mal, 100er Grit oder so, 80 oder 100, könnt ihr natürlich schon mal das meiste runterholen. Immer auch gleich schon in eure Form arbeiten, je nachdem, ob ihr sie gerade oder in Mandel tragt oder rund vorne. Eure Form, die ihr haben wollt oder immer tragt, auch möglichst gleich im Auge behalten. Je weniger Feilarbeit habt ihr nachher. Das ist einfach so. Ob man jetzt mit dem Fräser arbeitet oder mit der Hand. So, und schon ist Nummer 2 eigentlich soweit schon runter. Das machen wir nochmal. Ich mache jetzt mal einen mit der Feinen, also je nachdem, was ihr eben auch zu Hause habt. Nehme mir jetzt wieder, warte mal, ich klemme mit dem mal dahin, damit das hier ein bisschen, das ist jetzt praktisch nur 180 Grit, das dauert natürlich ein bisschen länger, also es geht jetzt nicht so schnell wie mit der anderen, obwohl, also da kann man dann auch ruhig so ein bisschen Druck ausüben, sag ich mal, und für die eigenen Finger hat man ja relativ gutes Gefühl. Immer schön in eine Richtung. Hier oben am Wall schön kontrolliert arbeiten. Ich hoffe, dass ihr alles sehen könnt. Ihr könnt euch auch nur den Nagel praktisch. Auf jeden Fall sucht euch so eine Auflage, so ähnlich wie das hier. Das kann auch irgendwas anderes sein, wo ihr euch den Finger auch einfach abstützen könnt, weil dann habt ihr einfach ein besseres Gefühl. So. Das hat zwar insgesamt jetzt ein bisschen länger gedauert, klar, weil die Gritzahl feiner ist.
Und dann kommt es ja auch darauf an, habt ihr jetzt Gellack auf den Nägeln, habt ihr normales Farbgel auf den Nägeln. Dann hängt es von der Konsistenz auch ein bisschen ab. Also da spielen dann verschiedene Faktoren mit rein. Mache ich mir meine Seitenlinie noch gerade. Begrade oder kürze mir dann auch gleich den Nagel dabei. So, überall da, wo noch ein bisschen Farbe ist. Ihr könnt auch in einem leicht geschwungenen praktisch auch so rübergehen, damit ihr euch den Aufbau nicht kaputt macht. Hier habe ich wieder so ein Fetzen. Wo habe ich denn meine Schere hin? Da. Zange ist ja keine Schere. Und irgendwo habe ich auch noch eine Nagelhautschere. Habe ich mir damals auch extra gekauft. Irgendwie beim Umzug. Ah, das findet sich schon wieder an. Ich muss demnächst sowieso nochmal wieder alles sortieren. Also von so her. Ich will hier noch ein bisschen was umbauen. Ja. Irgendwie ist man doch immer in Gange. Dann habe ich Nagel Nummer 3. Auch schon. Jetzt habe ich natürlich keine Staubabsaugung an. Ich will das aber trotzdem alles hier so ein bisschen drin haben. Und dann war das auch schon Nagel Nummer 3. Ja. Hier waren jetzt nur auch noch Steinchen. Die habe ich mir natürlich schon vorher entfernt. Das würde ich so oder so machen, sage ich jetzt mal. Weil Steinchen dann auch mit der Feile, das hört sich auch nicht so besonders prickelnd an. Also da, die entfernt ihr euch dann natürlich vorher. Ganz klare Geschichte. So. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Aber das muss man ja schließlich auch mal zeigen. Ne? Ist natürlich wesentlich mehr Handarbeit, sag ich mal. Und sobald ihr natürlich auch merkt, dass ihr auf dem Naturnagel in Gange seid, weil ihr wisst ja, den Naturnagel bitte wie ein rohes Ei behandeln. Also hier weiß ich ja jetzt, dass da noch Material drauf ist, weil ich ja eigentlich nur die Farbschicht runternehme. Mit meiner Feile machen. Ich weiß schon, warum ich damit am liebsten arbeite. Weil man natürlich mit dieser Form schön auch hier in die Ecken reinkommt. Und ich habe auch Anfrage gekriegt, dass ich nochmal den Babyboomer zeigen muss. Ich meine, es gibt wirklich schon haufenweise Videos davon. Aber ich habe mir dann überlegt, dass ich euch verschiedene Möglichkeiten dann mal zeige, wie man den Babyboomer macht.
Ich mache den auch nicht jetzt so häufig. Ich hoffe, ich kriege das dann so auf Anhieb hin. Aber einmal, wie man ihn mit Gel macht, mit Acryl macht, mit Acrylgel macht, nur mit Farbe macht. Ja, also man hat da ja verschiedene Möglichkeiten. Es sieht dann zwar jedes Mal, je nachdem, ob ich einen kräftigen Babyboomer haben will oder lieber nicht. Viele tragen ja auch gerne wirklich dieses, in Anführungsstrichen, natürliche. So, hier vorne ist jetzt noch ein bisschen Farbe. Noch mal vorsichtig weg. Dann guckt man natürlich noch mal überall, ist da noch irgendetwas? Ich mache das ja schon so, dass ich das, so kann man es natürlich auch machen. Aber wichtig ist natürlich dabei, je nachdem wie ihr natürlich arbeitet. Arbeitet ihr jetzt square oder arbeitet ihr oldschool? Ne? Wenn mir da natürlich viel über so gerade rüber geht, dann holt ihr euch ja hier den Aufbau runter. Ne? Und deswegen ist das eigentlich immer besser, komm mal hierher, in eine Richtung zu arbeiten. Das heißt von mir aus erstmal die Seite. Bei dem Kleinen ist das natürlich schwieriger. Dann ist es auch noch die A-Hand. Hatten wir ja jetzt vor kurzem. Ich weiß ja nicht, ob schon alle dieses Video gesehen haben. Mit der groben Feile ist das wirklich auch so. Da braucht man jetzt auch nicht so viel Druck auszuüben. Das heißt, lasst auch, also nicht, dass ihr da jetzt mit Gewalt drauf rumschrubbelt, sondern lasst die Pfeile die Arbeit machen. Ziemlichen Schweinkram jetzt hier, weil ich ja die Staubabsaugung nicht anhabe. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber wie lange läuft jetzt das Video? 20 Minuten oder so. Da wäre ich natürlich normalerweise, also mit dem Fräser wäre ich natürlich schon fertig. Also versucht, wenn ihr praktisch die Farbe runterholt, das gleich mit den ganzen anderen Sachen zu verbinden, also mit der Nagelhaut, dass ihr euch die Form gleich im Grunde genommen so macht. Dadurch spart ihr euch natürlich nachher auch Zeit. Aber es dauert natürlich länger, ganz klar. Jetzt muss ich mich natürlich ziemlich verbiegen hier. Aber ich wollte das dann auch wenigstens mal an einer ganzen Hand zeigen, als wenn man das nur an einem Finger zeigt. Guckt euch den Nagel vor allen Dingen nochmal überall an, von allen Seiten, von oben, von unten, von der Form her. Dann wisst ihr nachher auch, wo ihr auffüllen müsst oder auch nicht, je nachdem. Die Seitenlinien quasi gleich mit begradigen. Ja. So. Mal eben ein bisschen sauber machen hier. Hier liegt auch noch was rum. Gut, die wandert sowieso. Die benutze ich nämlich nicht normal. Aber das sind auch noch Bestände von mir, die ich schon
schon ziemlich lange da habe. Und ab und zu habe ich mal jemanden gesagt, hast du nicht eine Feile für mich? Dann kriegt er so eine mit. Oh ja, das weht aber ganz schön draußen. So, dann guckt man praktisch sich nochmal die Nagelhaut an. Je nachdem, mit was ihr das macht. Der eine hat ja mehr, der andere weniger. Das ist ja auch unterschiedlich. Ich habe ja jetzt nicht viel hier, weil ich hatte die Farbe ja jetzt auch nicht so lange draus. Das heißt, da kann ja noch nicht so ein Rauswuchs da sein. Aber ansonsten mit dem Pro-Pusher einfach zurückschieben. Immer natürlich schön vorsichtig, nicht mit Gewalt in den Rand reinschieben, sondern nur einfach ein bisschen zurückdrücken. Und dann hat man es meistens auch schon. Und dann müsst ihr eben gucken, wo müsst ihr nochmal nacharbeiten. Und der Rest ist dann nachher einfach Pflege. Ich würde natürlich jetzt hier nochmal, aber jetzt heute mache ich es jetzt nicht, weil ich ja keinen Fräser zur Hilfe nehmen will. Dann guckt man sich nochmal hier nochmal die Ecken an. Alles schön natürlich abbürsten. Und für den groben Staub, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt jetzt zum Pinsel nehmen, sondern wirklich eine richtige Bürste. Zeige ich euch gleich noch. Muss mir hier noch mal so ein bisschen was entfernen. So ein paar Farbreste sind jetzt hier noch. Aber wir mussten auch ziemlich leiden jetzt hier. Aber dafür können wir sie uns ja dann eben neu machen. Ne? Ist immer die beste Gelegenheit, mal eine andere Farbe. Und das ist ja auch durchaus drinne. Dann nehme ich mir hier nochmal so einen Buffer. Ich nehme jetzt mal so einen hier. Der Buffer ist natürlich noch feiner und da kann ich dann auch noch mal ein bisschen mit in die Ecken reingehen, dass ich eventuell noch Farbreste habe. Gut, wenn das so mini kleine Dinger sind, sag ich mal, das fällt jetzt nachher dann sowieso nicht auf, wenn dann noch mal eine kleine Ecke ist oder so. Da muss man jetzt auch nicht überpingelig werden. So. Genau. Dann wird das nochmal schön übergebuffert. So. Also ihr seht, die eine Hand hat zwar ein bisschen länger gedauert und ich weiß, einige sind da ja jetzt auch noch nicht so schnell wie ich. Das ist mir schon vollkommen klar. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, da bin ich wieder. Leider hat vorhin das Video mit einmal aufgehört. Aber zum Glück so weit bis fast, dass ich fertig war. Groben Feilstaub, sag ich mal, würde ich immer mit so einer Bürste entfernen und nicht mit einem feinen Pinsel. Damit kann man wirklich nur so ganz feine Sachen mal eben
sauber machen, die Bürste möglichst nicht so benutzen, sondern möglichst immer in eine Richtung weg vom Nagel. Da kann man auch mal ein bisschen in die Ränder reingehen. Also besorgt euch so eine Bürste. Die ist weich, die tut nicht weh, aber entfernt den Feilstaub. Wenn ihr nicht so eine rotierende habt, wie gesagt, ich arbeite ja jetzt ohne Fräser, also mache ich das jetzt mit der Bürste. Unten nochmal längs gehen, damit man nicht nachher noch den Staub auf die Nägeln drauf hat. So. So wäre ich jetzt praktisch mit der Hand jetzt hier fertig. Hier vorne sehe ich noch einen ganz kleinen Pups, sag ich mal. Gut, der stört jetzt nachher nicht. Das ist minimal. So, ja. So, und für diejenigen, die sich jetzt, die jetzt noch nicht so wahnsinnig geübt sind, sag ich jetzt mal, natürlich versuchen, so glatt wie möglich zu machen und so sauber wie möglich zu machen, brauche ich ja keinem zu erzählen. Weil wir selber wollen ja auch ein schönes Ergebnis haben. Für uns selber natürlich auch. Und dafür mache ich das praktisch immer so, um da auch auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt habe ich hier noch eine Ecke entdeckt. Ich bin ja selber so ein Perfektionist. Ich darf da auch immer gar nicht so genau gucken, weil eigentlich sehen tut man es hinterher nicht. Aber gut. Und zwar nehme ich mir dann immer einfach ein Gel. Ihr könnt euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Lack benutzt, auch einfach eine Base drunter machen. Dann habt ihr eine schöne glatte Oberfläche einfach drüber. Ne? Das ist schon mal oberstes Gebot. Und das mache ich jetzt hier auch in dem Sinne, weil ich ja doch hinten auch in der Falz drinne gewesen bin und setze mir hier praktisch jetzt nochmal eine minimale Schicht von Gel oben drüber. Das geht auch relativ fix, je nachdem, was ihr für ein Gel da habt. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das von Emmy. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Das ist eigentlich inzwischen fast mein Lieblingsgel. Obwohl ich die von Andrea auch sehr gerne mache, weil das läuft einem nicht sofort in die Ränder rein. Je nachdem, natürlich, wie viel man davon benutzt. Ne? Das ist natürlich klar, wenn ich mir da jetzt einen riesen Placken draufhauen würde, sag ich mal, denn läuft es mit der Zeit natürlich, das ist klar. Aber es gibt ja wesentlich dünnflüssigere Gele, sag ich mal, die mir sofort in den Rand laufen würden. Und dann ziehe ich mir einfach eine dünne Gelschicht oben drüber. Gerade bei den Full-Cover-Tipps ist es auch so, wenn ihr die benutzt. Diese Clique-Tipps, wie man heißt, da muss man natürlich aufpassen, sag ich mal, dass sich unten drunter keine Luft bildet. Sonst habt ihr da nämlich Liftings und dann wird das nicht so schön. So, das soll es im Grunde auch schon gewesen sein. Es zieht sich schön selbstständig glatt. Hört ihr das draußen? Der Wind ist ganz schön in Gange. Aber wir ignorieren das jetzt einfach mal. So, und so gebe ich das jetzt quasi einmal in die Lampe rein. Härte das eben kurz an. Ich weiß noch gar nicht, welche. Aber das Video soll jetzt auch nicht zu lange werden. Ich weiß noch gar nicht, welche Farbe ich drauf mache. Aber die suche ich mir gleich noch raus. Und das härte ich jetzt praktisch ganz normal an. Dann habe ich eine schöne glatte Oberfläche. Selbst wenn man sich mal so ein bisschen verfeilt hat oder auch auf dem Naturnagel, weil Farbe oder in irgendeiner Geschichte, abgesehen jetzt von Shellack oder so weiter, soll natürlich möglichst auch gar nicht erst mit dem Naturnagel in Kontakt kommen. Und
dann mache ich da eine Mini-Gelschicht einfach drüber. Selbst wenn ich hinten jetzt irgendwo wirklich ein bisschen Naturnagel habe, dann ist das abgedeckt. Und dann kann ich nachher, habe eine schöne glatte Oberfläche und das ist ja auch die Hauptsache. Und dann kann ich ganz normal meine Farbe praktisch weiter auftragen. So, der ist jetzt gleich fertig. Das würde ich praktisch dann hier auch mit der anderen Hand machen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also wie gesagt, bedenkt bitte dabei, dass es natürlich mit der Hand etwas länger dauert, aber ihr sollt euch da auch keinen Wolf beifeilen. Probiert das doch einfach mal so aus, wie ich euch das gezeigt habe, weil ihr habt ja gesehen, dass es trotzdem relativ schnell geht. Und hier habe ich jetzt mit Gel gearbeitet. Je nachdem, wenn ihr natürlich richtig den Aufbau noch runterholt, ist es natürlich noch eine andere Sache. Dann habt ihr natürlich etwas mehr Feilarbeit, das ist klar. Versucht aber die Sachen praktisch miteinander gleich zu kombinieren. Das heißt, wenn ihr einem Nagel sowieso schon die Farbe runterholt oder vielleicht auch den Aufbau runterholt, macht gleich die Seitenlinie mit, je nachdem. Und dann könnt ihr euch da schon viel Zeit ersparen, weil man glaubt gar nicht, wie viel Zeit das wirklich kostet. Weil wenn man erstmal die Farbe runterholt, dann geht man nochmal ran und dann feilt man hier nochmal und da nochmal, dann holt man meistens auch zu viel runter. Also wirklich einen Nagel nach dem anderen machen und dann klappt das schon, sag ich jetzt mal. Ja, das ist das, was ich euch jetzt heute zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte und habe nichts vergessen. Manchmal ist das ja auch so, wenn das so, bei mir ist es viele Sachen ja schon Routine, ich denke, da war da gar nicht mehr drüber nach. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare rein, die beantworte ich gerne, aber das wissen die meisten ja schon. Und ja, dann verabschiede ich mich heute in diesem Rahmen und dann bedanke ich mich bei euch. Alle Abonnenten auch nochmal, herzlichen Dank bis jetzt für eure Treue, macht weiter so. Ihr schreibt mir tolle Kommentare, da bin ich echt dankbar für. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, eure Claudi. Tschüssi. So, meine Lieben, hier noch ein kleines bisschen Bonusmaterial dazu. Und zwar vom Design, was ich dazu gemacht habe. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen kann. Ganz einfach gemacht. Schalte mal scharf. So. Ich finde, das sieht mega klasse aus. Sieht aus praktisch wie so ein Marmoreffekt. Und der ist super einfach zu machen. Und ich habe mir gedacht, das zeige ich euch nochmal. Ich versiegel die nochmal eben, obwohl die zwar soweit schon versiegelt sind. Aber durch die Machart versiegel ich sie jetzt nochmal und dann zeige ich euch gleich, wie es funktioniert. Bis gleich! So, meine Süßen, ich habe mir jetzt meine Hand, wie gesagt, auch vorbereitet, wie gesagt, mit dem Gel. Ich habe auch die Schwitzschicht jetzt nicht runtergenommen. Jetzt nehmt ihr euch ein. Ich habe jetzt hier praktisch das Pink Bubblegum genommen. Das ist ein Polish Gel. Oder ihr nehmt euch ein anderes Rosa. Farben kombinieren könnt ihr, wie ihr wollt. Ob ihr nun Rot nehmt oder das ist wirklich egal. Der Effekt ist immer der gleiche. Ich trage mir jetzt praktisch hier ganz normal mein Polish auf. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Es ist durchgehärtet. Dann nehmt ihr euch
ungefähr 2 Tropfen Versiegelungsgel oder also ein klares, ich habe jetzt hier ein Versiegelungsgel genommen oder auch ein normales Gel, ja, aber obwohl es sollte schon ein bisschen dünnflüssiger sein. Also ihr könnt da ruhig ein Versiegelungsgel nehmen. Wenn ihr jetzt praktisch alle 10 Finger damit machen wollt, wenn ihr natürlich nur einen Schmucknagel machen wollt, dann ist es was anderes. Dann nehmt ihr natürlich entsprechend weniger. Dann nehmt ihr euch weißes Malgel oder Farbgel. Habt ihr das nicht da, dann könnt ihr, oder ihr habt ein weißes Polish da. Das ist sowieso schon ein bisschen dünnflüssiger, da müsstet ihr es vielleicht auch so mit hinkriegen. Ich habe mir jetzt hier das White Dream genommen von Lini und 2 größere Tropfen, sag ich mal, jetzt hier von dem Finish Gel. Und dann nehmt ihr euch ein Spongetool oder ein kleines Schwämmchen, wenn ihr sowas nicht da habt. Also da ist das egal. Dann tauche ich den Spongetool hier praktisch so ein bisschen, das Schwämmchen tupfe ich hier praktisch. Ich habe hier so eine kleine Palette oder ihr nehmt euch da ein bisschen Glas oder was weiß ich, wo ihr das drauf anmischt. Und dann tupfe ich mir das hier praktisch einfach nur oben auf den Nagel drauf. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier, weil ich da vorhin etwas rumgemischt habe, lasse ich mir hier einen Tropfen reinlaufen. So. Dann mische ich mir das nochmal, weil das muss ein bisschen dünnflüssiger sein. Genau. Weil das richtige Malgel jetzt hier, sag ich mal, das ist schon ziemlich farbintensiv. Also das Rosa, wie jetzt in meinem Fall, wird natürlich dann auch noch ein bisschen heller. Und dann tupfe ich hier praktisch nur auf dem Nagel rum. Je nachdem, wie viel Farbe ihr von dem anderen also übrig lassen wollt, sag ich mal. Ich gehe jetzt hier praktisch komplett über den Nagel rüber. Dann ein bisschen mit mehr Farbe, dann wieder ein bisschen weniger. Das ist eigentlich ganz einfach. Bis der Effekt so da ist, wie ihr den praktisch auch haben wollt. Ihr braucht da auch nicht so doll drauf stüpsen, sag ich mal, sondern ein bisschen mit Gefühl. Soll ja praktisch nur ein bisschen Effekt da sein. Und den erzielt man damit. Dann hat man nachher praktisch auch wie so ein Marmormuster auf den Nägeln. Ohne dass man da jetzt großartig rummalen muss oder sonst irgendetwas. Und dadurch kommen dann diese Kleckse. Das setzt sich dann praktisch auch ein bisschen. Das ist dann der Vorteil, wenn man Versiegelungsgel nimmt, weil es ja dünnflüssiger ist. Dann setzt sich das nämlich noch mal so ein bisschen ab. Hier noch mal drauf. So. Ja. Das gefällt mir schon ganz gut. Hier kann das noch ein bisschen mehr weiß sein. Ja. Und schon habt ihr den Effekt auf dem Nagel, ne? Wirklich kinderleicht. So einfach ist das. Und schon habt ihr den Marmoreffekt drauf. Was anderes wollten wir ja nicht, ne? Und dann geht das ab in die Lampe. Und dann habe ich es nochmal versiegelt. Zack. Ich öle sie mir nochmal ein und dann zeige ich sie euch nochmal alle zusammen. Bis gleich.
So, meine Süßen, das ist dann das Endergebnis. Ich hole euch mal so dicht wie möglich ran. Hat doch was, oder? Ist mal was anderes. Setzen wir ihn mal so ein bisschen anders hin. Ich finde es schick. Was sagt ihr dazu? Sind sie natürlich auch noch eingeölt. Aber sieht doch klasse aus, oder? Ja, aber das war's jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.